Bodo, was riecht denn hier so verbrannt? Hey, meine Königin. Hey, hey, hey. Boy, gibt's was zu feiern? Ich hatte heute mein Gespräch. Ach, das war heute? Ja, das war heute. Und lief gut was? Sie geben mir erstmal nur die Controller-Assistenz. Aber im Herbst, und das ist wirklich der Hammer, im Herbst kriege ich ein komplettes Weiterbildungsseminar in London bezahlt. Das machen die höchstens bei 2 Mitarbeitern im Jahr. Die Wünsche ist deswegen auch stinksauer, weil sie schon viel länger dabei ist. Fett. Dankeschön. Sag mal, hatten wir nicht eine Vereinbarung? Ach so, ja, die... ich kann ja irgendwie mit der Zeit ein bisschen, weiß ich auch, kann ich dich vielleicht zu irgendwas einladen? Echt? Die Leute vom Wochenblättchen, die haben sich verrechnet, da gibt's nochmal ein 20 extra wegen der Verteilung am Wochenende. Was macht denn der Zeitungsstapel vor unserem Eingang? Ich habe mir überlegt, ob wir vielleicht erstmal ins Amber gehen, weißt du, weil der Goldi, da liegt ja heute auch auf. Erstens gibt's im Amber nur Buletten aus der Mikro, zweitens liegt der Goldi da jeden Abend auf und drittens immer die gleiche Scheiße von seinem. Ja, aber wenn der Goldi einen Job hätte, dann könnte er sich auch mehr Musik... Ich zieh mir was anderes an. Ach so, ja, da ist noch was. Wo ist mein Schlafzimmer? Dein Schlafzimmer? Also... Bodo, wo ist mein gottverdammtes Schlafzimmer? Hier, boah. Mann, das war eine wasserdichte Idee. Der Goldi hat gemeint, da wären mindestens 10.000 drin. Was hast du mit meinem Schlafzimmer gemacht? Mann, heute Morgen war so eine Reportage im Fernsehen. Das war Schnapsbrennen in der hinteren Mongolei. Die machen das doch nur mit einem Spirituskocher. Und der Goldi, der hat so einen Chemiebaukasten aus der 9. noch. Haben wir uns gedacht. Ne, warum nicht einfach auch mal? Bodo, ich kann das nicht mehr. Ja, mein Gott, ich räume das doch auch wieder auf. Denn der Goldi kennt doch auch diesen algerischen Malermeister. Okay, gut, der ist eigentlich Feinmechaniker, Bodo. Aber... Ich habe mir das lange überlegt, aber es... Du meinst... Du willst... Was ist das jetzt mit uns? Bodo, ich... Nee, ist okay. Ist schon okay. So ein Typ wie ich hat sowieso mehr Glück als Verstand mit einer Frau wie dir. Das hat der Goldi auch immer gesagt. Irgendwo wohnen? Ich kann meine Mama fragen, ob mein altes Zimmer frei ist. Vielleicht ist ihr neuer Lover ja schon wieder Geschichte. Willst du erstmal duschen oder so? Ich räum dann auf und dann packe ich mein Zeug zusammen. Nee, ist okay. Ich mach das schon. Ich hab noch was für dich. Ich hab doch unser Einjähriges neulich, hab ich doch verpennt und da hab ich, da wollte ich... Bodo, das ist ja wirklich, wie hast du das denn gemacht? Das war gar nicht so leicht. Ich hab halt, das sind alles Symbole, weißt du? Ja. Hier, den Becher hat der Goldi gemacht, aber nur den Becher hier am Rand, sonst, aber ja, alles. Ich wollte hier mit der Brotrinde, wollte ich eigentlich ein Herz komplett machen, aber wir hatten zu wenig Brot und der Rest war verschimmelt und da habe ich halt nur das genommen. Das, ne, Katzenfutter von der blöden, hässlichen Katze. Minka. Die wurde halt dann überfahren. Und dann haben wir halt diese Maus gehabt, weil die Katze nicht mehr da war und die... Die hat das dann aufgeknabbert, stimmt. Ja, ich habe die Rolle dann da drauf getackert. Und die Zigaretten? Ja, das ist die letzte Kippenschachtel. Von vor einer Woche? Ja, weil du ja willst, dass ich mir das Rauchen abgewöhne. Mhm. Auf den Schokopudding habe ich ja damals so furchtbar durchgekotzt. Oh, im Strahl. Ja, da ging es mir. Du hast mich so vertragen. Du hast mich ja gesund gepflegt. Und hier drin, das in der Mitte, das... Das bin ich, oder? Das sind wir beide. Das du. Und du bist natürlich... In Wirklichkeit bist du viel hübscher. Ja. Das sind halt wir. Und... Ja, ne? Den ganzen materiellen Güterscheiß durch unsere Liebe trotzen quasi. Ja. Ich sattel da mal die Pferde, ne? Danke für alles. Du hast echt was Besseres verdient.